Ich habe die schönsten Möpse. Und Kartoffelsalat. Und damit herzlich willkommen zu diesem Schöne kleinen Clip von Dead by Daylight. Schöne Möpse. Man hört leider nur mich, Schöne weil Möpse. Ich mit den anderen über Discord gesprochen habe. Das heißt, es ist nur meine Audio in dieser Aufnahme drin, was ein bisschen schade ist. Ich kann mich aber noch an einige Sachen erinnern. Deswegen hört ihr mich jetzt in diesem Video zweimal. Einmal in wahrscheinlich ein bisschen beschissener Qualität mit Fettübersteuerung, wenn ich lauter werde wegen meinem PlayStation-Headset. Und einmal mit meinem Handy in ears, die ich gerade drin habe. In hoffentlich ein bisschen bessere Qualität. Wir werden es dann sehen, wenn das Video fertig ist. Da zum Beispiel übersteuere ich. Ich versuche es leise zu machen, okay? Jedenfalls hatten wir hier einen Killer, der ziemlich hart getunnelt und geslackt hat und gekämpft. So eigentlich alles, was wir als Survivor so richtig schön hassen. Aber das Ende lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es war eine der geilsten Runden, die ich seit langem gespielt habe. Wir hatten so fucking viel Glück. Ja. Danke. Ne? Also, wie man sieht, der Killer hat erst versucht, die Claudette zu hitten, hat dann gesehen, dass ich noch verletzt bin und hat sich dann mich genommen, geholt, was auch immer, gesnackt, hat mich gesnackt. Erstmal einen Gen fertig. Er bringt mich jetzt in den Keller. Wir haben quasi ein komplettes Basement-Play gehabt. Ja, er hatte übrigens bitte als Opfergabe hatte der Killer dabei, dass die Luke in der Killerhütte spawnt. Da hier halt der Keller ist, ist sie nicht in der Hütte gespawnt, aber später an der Hütte dran. Aber das sehen wir dann noch. Ich greife jetzt schon wieder viel zu viel vorweg. Aber ja. Na, scheiße, zu spät. Leider kam Fengmin du musst vorgehen. Zu spät, um mich halt eben rauszuholen. Ja, ich wurde von so kam ich in die zweite Phase. Und ja. Fengmin hat sich dann quasi Wollt für mich geopfert, aber das Gute ist, Ach, dass. Dich sagt er jetzt oder was? Nee, okay. Dass der noch nicht hing. Und ich geheilt werden konnte von den anderen beiden. Ja. Sehen wir dann ja. Es war so eine kleine Phase, wo wir uns abgesprochen haben, wer macht wie was. Ich habe gesagt, ich halte mich erstmal raus. Einfach aus dem Grund, weil ich halt dead on hook bin. Hab geguckt, ob ich irgendwas Nützliches in der Kiste finde. Hab einen Gen gemacht. Und einfach darauf vertraut, dass die anderen das Spiel schon irgendwie halten. Wir haben uns sehr, sehr viel abgesprochen. Wie man hört, sage ich gar nichts. Weil die anderen die ganze Zeit am Machen waren. Und immer, wenn es dann wichtig war oder ne, wenn irgendwas bei mir gewesen ist, von wegen, ich bin halb mit dem Gen fertig, was auch immer. Oder wenn ich Direktiven geben konnte, habe ich sie gegeben. Ich hab ganz gut bei uns, würde ich sagen. Ja, da habe ich versucht, ein bisschen zu bodyblocken. Hat leider nicht komplett geklappt. Hätte ich hier noch mal einmal bodyblocken können, hätte er sich noch einmal blocken lassen, dann wäre sie freigekommen. Ich hab's versucht, Flamp, ich hab's versucht, er wollte mich nicht. Ja. Er hat mich. Aber ich bin jetzt raus. Nehm ihn jetzt mit. Ich habe halt versucht, ihn von der Hütte wegzulocken. Er hat sich nicht weglocken lassen. Er hat zwar geschossen, aber wenn er einen nicht erwischt hat, ist er nicht von der Hütte weggegangen. Er hat wirklich versucht, diese Hütte zu bekämpfen. Was auch, ganz ehrlich, ist eine Spielweise, die ist. Kann man machen, ja. Muss halt gucken, ob sie dir was bringt. Spoiler Alert, ihm hat's nichts gebracht. Aber dadurch, dass wir halt wirklich alle sehr, sehr nah um die Hütte rum waren, weil da ja auch, ich glaube, 3 Generatoren gewesen sind, war das einfach, ja, anders, schwer anders für ihn zu spielen. Vor allem nicht auf dem Rang. Dadurch, dass ich hier Adrenalin dabei habe, habe ich gesagt, lass fertig machen, weil ich habe Adrenalin dabei. Nein. Und schwupps, macht die andere einfach den Gen. Das war sehr schön. Ja, und jetzt beginnt Kannst du noch mal hängen, ja, ne? Das gute Endplay. Die Nein, jetzt an den Haken kommt, hängt zum ersten Mal. Ja, das hat er davon, dass er tunnelt.
Und jetzt beginnt der gute Part des Videos. Also halte ich jetzt mal die Schnauze. Ja, die ist in der Kellerhütte. Das hatte er. Ja, dann aber guck erstmal, ob sie wirklich da ist. Er hat mich gesehen. Er lässt sich aber von mir nicht ablenken. Das brennt nicht, ne? Wir suchen nach der Luke übrigens und ich habe sie gefunden. Die Luke ist draußen, die Luke ist draußen an der Scheck. Ja. Der Killer ist übrigens gerade hinter mir. Da sieht man seinen. Er ist blind. Er läuft hier rum, er ist aber blind, er hat mich gesehen. Dieser Fahn ist echt OP. Ich habe mich schon so oft da versteckt mit ihr. Alles gut, ich bin da. Nicht reinkommen. Jetzt ist sie leider auch in die zweite Phase Kannst du gekommen. öffnen, Julia? Aber ich wollte meinen Sprintboost dafür benutzen. Ich habe keinen Sprintboost ich gerade. Na, Dann öffne egal. jetzt. Naja, jedenfalls wollte ich keine Kratzer machen an der Mittelstreifen. Da ich wusste, wo die Luke ist, bin ich halt hin. Der Killer ist gegen die Wand. An der geschlossenen Wand. Und drei von uns sind raus. An der geschlossenen Wand. Und in diesem Moment hörte ich den Nimm Ausgang. markerschütterndsten Schrei meines Lebens, weil er die Luke zugeklatscht hatte und die noch in der Prüfung Scheiße. ist. Hat er Hat die sich ein Luke bisschen geschlossen? geärgert. Ja, Mist. Mal gucken, ob sie noch Ah, rauskommt. Wird sie es Scheiße. schaffen? Wird sie es nicht Scheiße. schaffen? Wird er sie mori? Nein, er morit sie nicht. Oh Mann. Komm schon, komm schon. Ja, und jetzt gönn dir den Ausgang. Wo ist der Ausgang? In diesem Moment war irgendwie alles möglich für mich. Wirklich. Ich habe gehofft, dass sie Das schon rauskommt, gar aber nicht ich habe gefällt. erwartet, dass er sie noch kriegt. Doch, Aber doch. er hat nicht so mit mit dem Zielwasser. Und er schießt zweimal auf sie und verfehlt beide Male. Und da habe ich mich gefreut. Ja, danke fürs Zuschauen und Oh nee, vielleicht sieht geil man sich beim einfach. nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schön. Campende, slagende Killer. Nö.